Ja, hallo, hier ist euer Gruffel. Ja, und ich muss diesen Part nochmal nachkommentieren. Ich habe ihn gestern schon nachkommentiert. Dummerweise ist dann irgendwie das Mikrofon ein bisschen verrutscht im USB-Dings. Dann gab es natürlich kein Signal, aber anstatt dass das System mir das meldet, nö. Ich spreche erstmal hier die 20 Minuten ein und naja, hab nichts aufgenommen. Audacity ist dabei stehen geblieben, also auch ohne Meldung. Und erst nach den 20 Minuten kommt dann mal von Windows die Meldung, USB-Gerät nicht erkannt. Hab ich mich gefreut. Egal, jetzt muss ich es halt nochmal nachkommentieren. Gut, also wir sehen, Lakito nervt uns mal wieder. Mit etlichen Stachis. Ja, hat uns leider auch getroffen. Wildes Vieh. Naja, gut. Die Feuerblumen an sich dürfen uns nicht wirklich. Außer sie treten mal in Massen auf, was sie hier, glaube ich, nicht tun. Das ist aber auch nicht so tragisch. So, jetzt haben wir Lakitos Wolke. Wir können fliegen. Juhu. Und hier ist ein Pilz. Haha. Ja. Es gibt hier zwei Wege, oben und unten. Wir nehmen erstmal den oberen. Gucken, was es hier so gibt. Ah, wieder ein neuer Lakito. Hallo, du Nervensäge. Naja, dann nehmen wir ihn halt auch nochmal mit. Gehen vielleicht nochmal nach unten, mal gucken. So. Gut. Nicht gut, der Eisbruder, der Böse. Blödes Mistvieh, musst du mich einfrieren? Gut, die Gumbas in ihren Stacheldingern, was auch immer. Ich möchte nicht wissen, wer diese Stachelei gelegt hat. Das muss ganz schön wehgetan haben, denke ich mir mal so. Feuerwelle. Die sollten uns nicht treffen, sonst wird es heiß. Okay, Hintern verbrannt. Tot. Na gut. Dann versuchen wir es halt gleich nochmal. Jetzt wissen wir, was auf uns zukommt. Kann ja dann nicht mehr so schlimm werden, nicht wahr? Also ein bisschen mit Lakito spielen und sonst so. Koopas töten, wie immer. Ja. So, Feuerblumen tot. Gumba befreit, Gumba tot gemacht. Ey, Lakito, das war nicht nett. Ach, Lakito, Lakito, Lakito. Na, zu früh. Ich dachte, wir kommen noch auf die Rutsche, aber es hat nicht mehr geklappt. Ja. Das war mega fehl. Das vergessen wir ganz schnell mal wieder, das ist nie passiert. Ja. Gut, dann starten wir einfach mal eine neue Runde und ja. Stellen uns diesmal hoffentlich besser an, nicht wahr? Gut. Gumbas töten. Feuerblumen töten. Gumba befreien und töten. Nein, doch nicht töten. Na gut, dann lassen wir ihn halt leben. Ey, das sollte eigentlich die Feuerblume treffen. Na, ist egal. Gut, dann kriegen wir hier schon, so wie es aussieht, noch eine. Das ist gut. Töten mit der Feuerblume unten den Eisbruder, wenn es mal klappt. So. Gehen wir unten weiter. Befreien die kleinen Gumbas. Juhu. Gut, gut. Ja. Dann kommt wieder das bisschen Feuer hier unten, das uns nicht stören sollte, denke ich mal. Wir sind groß, also selbst wenn es uns trifft, dann. Ja. Hat es uns zwar ein bisschen gestört, aber auch nicht mehr, aber eigentlich dürfte es kein Problem sein, dem auszuweichen. Die haben ja so ziemlich immer das gleiche Muster. Hoch, runter. Und eine Münze. Juhu, unsere erste in dieser Welt. Gut, gut. So. Blumen. Und hier unten ist nichts. Was ist oben drin? Ein Yoshi. Gut, ein Yoshi. Juhu. Den kann man immer gebrauchen. Jo, dann. Nur das Feuer, genau. So. Dich fressen wir auch noch. Komm. Okay. Dann halt so. Ist ja auch egal. Noch mehr Feuerblumen. So.
geht wahrscheinlich in die gelbe Röhre rein, oder? Ne. Vielleicht in der Mitte. Sieht auch verdächtig aus. Na. Nee, hier geht scheinbar auch nicht rein. Sieht nur komisch aus, aber ist egal. Dann eben nicht. Ja. Checkpoint, den sollten wir noch aktivieren, bevor wir weitergehen. Gut. Ja. Das unten sieht auch komisch aus, aber ich denke mal nicht, dass wir da hin müssen. Lakito, du nervst schon wieder. Lass doch einfach mal deine Stachis sein, wo sie sind. Und zwar oben in deiner Wolke. Ich weiß zwar nicht, wo aus deiner unendlichen Wolke die Stachis herkommen, oder ist Lakito vielleicht weiblich und ja. Na, egal. Selbst wenn würde es ziemlich wehtun, diese Eier zu legen. Egal. Sollte man vielleicht nicht weiter drüber nachdenken. Sonst wären die Mario-Spiele irgendwann einfach zu pervers, denke ich. Ja, okay. Da unten sieht es auch verdächtig aus, aber selbst wenn, könnten wir da wohl nur als Kleiner rein. Wer weiß, ob da was ist. Mal gucken. Ach ja, jetzt versteckt sich Lakito hinter einer Wolke und wirft mit Stachis. Als wenn das gefährlicher wäre. Ach. Na komm. Yoshi, bleib hier. Danke. Danke, Yoshi. Und Lakito, hör auf zu werfen. Bringt doch eh nichts. Oh, er hört sogar auf mich, ja? Nö, doch nicht. Er wirft schon wieder. Böses Vieh. So, Yoshi, du wartest hier. Ich komme sowieso nicht mehr wieder. Also, bis irgendwann. Ja, gut. Dann setzen wir mal fort. Als nächstes kommen... Ja, erstmal das Pilzhaus. Da holen wir noch ein paar Leben und dann die Burg. Ja, los. So. Ja. Wir haben 92 Leben. Da können wir noch ein paar Leben abstauben. Es muss ja nicht die maximale Anzahl sein, die man hier erreichen kann. So, 2, 3 würden eigentlich schon reichen. Würden. Mal gucken, wie viel wir kriegen. An sich reichen unsere jetzigen Leben auch schon. Von daher, egal, aber wir nehmen trotzdem ein paar Leben mit. Wenn es sich schon so anbietet, aber natürlich warten wir auf eine ordentliche Reihe. Jetzt zum Beispiel, genau, 5. Hat doch gepasst. Ja, ja, wie immer die gleiche Botschaft. So, ab ins Schloss. Ja, mal gucken. Oh, ein Schloss über den Wolken. Ob hier die Freiheit auch grenzenlos ist? Ich glaube nicht. Eine Feuerblume. Aber erstmal nervt uns die Wolke dahin. Ah, die kriegen wir so nicht. Doch, passt, gut. Ja, links ist irgendwas, aber das brauchen wir scheinbar nicht. Hey, da war ein unsichtbarer Block, der war nicht nett. Hier sind überall unsichtbare Blöcke, auch okay. Aber nichts weiter drin, schade. Na gut, dann gehen wir einfach so weiter. Über die Fässer wie in Donkey Kong. Ja, Mario und Donkey Kong haben scheinbar sehr viel gemeinsam. Aber naja. Eine Münze. Oh, jetzt ist nur die Frage, ob die Wand echt ist. Ja, scheinbar schon. Ach, ja, mich nervt gerade eine Meldung. Windows will neu starten. So, jetzt habe ich auf später neu starten geklickt. Jetzt habe ich erstmal Ruhe. Ganz toll. Aha. Komm. So. Juhu. So, jetzt ist nur die Frage, brauchen wir die Kugel für das? Ich glaube nicht. Ja, gut, böse Kugel. Ah, da war ein Knochen trocken, ein böser Knochen trocken. Und die Kugelwillis haben wir hier nicht gebraucht. Sie waren einfach nur da, um einen zu nerven. So, dann sind wir auch schon wieder beim Checkpoint. Gut. Na dann. Eine Leiter, Mini-Röhren, juhu. Ein Mini-Pilz. Nö, mache ich jetzt nicht.
Ist die Frage, ob es in die Röhren überhaupt reingeht oder ob das einfach nur so eine Verarsche ist. Eine Feuerblume. Nett, nett. Da ging es nicht rein. Gut. So. Eine Stachelkugel, noch weitere Feuerblumen, zwei Kumbas, ein Fahrstuhl, Kumbas, ja. Wir haben gesehen, was uns hier jetzt alles erwartet, nicht wahr? Gut, eine Münze, da müssten wir auf dem Fahrstuhl bleiben. Ja. Oder wir werfen mit der Kuppa, die ich jetzt gerade weggeworfen habe. Das war doof. Jetzt habe ich die Münze nicht mehr. Auch dumm, nicht wahr? Ja, ja. Egal. Auf geht's. So. Kuppas. Ja, und der tote Luigi, weil er sich dumm angestellt hat. Er wollte halt mal gucken, ob da oben noch was ist. Na gut. Egal, wir haben jetzt die Chance, nochmal die Mütze zu holen. Gut. Dann sollten wir das wohl auch tun, oder? Ja. So, 96 Leben. Sieht ja noch ganz gut aus. Der einzelne Blaue da vorne, der stört natürlich, ja. Ich weiß auch nicht, warum der... Gut, dann setzen wir mal wieder fort hier. So. Also hier war nichts drin. Okay. Gut. Feuerblume. Eine Pflanze, die tot ist. Noch eine Pflanze. Ach, egal. Jetzt kommt wieder die Stahlkugel. Müssen wir ein bisschen warten. Naja, wir hätten auch drunter durchrennen können. Ist jetzt auch egal. Das ist jetzt egal. Ach, verdammt. So. Hallo, Koopa. Ach, ja, genau. Jetzt kriegen wir die Münze, aber er kommt nicht mehr auf den Boden zurück. Ist auch egal. Also, entweder wir lassen die Koopas aus oder. Ja, oder wir nehmen eine Koopa mit und schmeißen die von rechts da rein. Das wäre möglich. Ansonsten könnte man auch einen Pilz nehmen. Aber das machen wir jetzt mal noch nicht. Mal gucken. Man muss sich immer noch eine Option aufhalten für später, nicht wahr? Gut. Hier. So langsam kennen wir die Gegend hier auch, oder? Sollte man doch annehmen. Naja, egal. So, Feuerblume. Komm her, danke. Ja, eine Pflanze, noch eine Pflanze. Huhu. Und wir haben schon wieder die Feuerblume zu spät gekillt, dass wir warten müssen, bis diese Stahlkugel vorbei ist. Toll. Ey, ich treffe noch nicht mal die Kumbas. Aber den Weg ist auch egal. Ja. Und, ja, genau. Trefft die zweite Koopa. Das gleiche wie vorher. Tot. Ja, ich glaube, wir sollten vielleicht doch mal ein anderes Item benutzen. Auch wenn die Stelle eigentlich nicht schwer ist, aber ich stelle mich gerade ziemlich doof an. Also sollte ich was anderes tun. Und zwar den Flugpilz nehmen, denke ich. Genau. So. Ich weiß, übertrieben. Man hätte es auch so geschafft, aber... Ach man, die zweite Koopa, ich hab die immer wieder getroffen. Ja, ich weiß. Ziemlich dämlicher Fehler an sich, aber ist egal. Ach, was soll's. Müssen wir halt hier vorne ein bisschen aufpassen, dass uns keine von den Pflanzen trifft, nicht wahr? So. Nahrungspflanze, danke. Geh du auch weg, jo. Passt. Und, ach, eigentlich hatten wir genug Zeit durchzulaufen. Ist jetzt auch egal. Müssen wir halt noch ein bisschen warten. Ja, jetzt kommt die Pflanze nochmal, genau. So, und jetzt können wir hier einfach rüberspringen und haben die Münze. Ja, ich weiß, eine Loser-Methode, egal. Gut, ja, und wir können eigentlich auch unten lang gehen, da stören uns die Koopas gar nicht. Die paar Münzen brauchen wir eigentlich eh nicht. So. Juhu, wir fliegen und ich bin ja sowas von dämlich. Und treff noch nicht mal mehr die Ecke, hm?
mit dem Flugpilz nicht die Ecke zu treffen. Das ist wohl das Dümmste, was einem passieren kann. Ja. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Nichts. Am besten streicht ihr das aus eurem Gedächtnis. Ja, gut. Also, nichts passiert. Wir versuchen es einfach mit dem Flugpilz. Gut. Dann laufen wir mal los. Gut, gut. Ach ja, Pflanzen, die uns sogar mal den Weg frei machen. Hey, wir sind mal vor der Stahlkugel hier. Das ist doch auch nett. Jetzt geht's über uns rüber. Ja, dann holen wir jetzt nochmal die Münze. So. Ja, diesmal sollten wir uns nicht so dämlich anstellen wie eben. Was ja eigentlich schwer genug ist, sich nochmal so dumm anzustellen hier. Ach, wir warten einfach, bis der Kettenhund mal ein bisschen gerade zu uns springt. Da kommen wir besser rüber, ohne den Flugbild zu riskieren. Es wäre ja auch gegangen, wenn er schräg ist, ich weiß. So, oben sind Seile. Gumbas. Nee, du fällst mir nicht auf den Kopf. Gut. So. Ja. Dann sind wir jetzt im nächsten Abschnitt. Ist doch schön hier oben. Da oben sind Stacheln, aber da sind Steine drauf, also könnte man da landen. Ja, ist die Frage, ob da was ist. Naja gut, wir gehen erstmal nach rechts. Noch mehr Stacheln, juhu. Und ein Drehdings, ja, was der wohl anstellt. Er lässt eine Plattform hochkommen, wer hätte das erwartet? Nein, gut. Eine Tür. Dann ist die Münze doch hier vor, da müssen wir nochmal gucken gehen. Ist die Frage, ob er nochmal zurückkommt. Sieht ja schlecht aus, ne? Ne, dann lassen wir das. Und dann muss ich die Münze halt nachreichen, ganz am Ende. Oh, das kennen wir ja schon. Das kennen wir ja auch schon. Ja. Dann gibt es irgendwann einen Zusammenschnitt von den ganzen Münzen. Naja. Da werdet ihr die Münze dann wieder sehen. Falls ihr erkennt, auf welchem Level das ist. Mal gucken, wie ich das dann nochmal angestellt habe. So. Ja, Karmic. Verdrück dich immer. So, mach die Plattform hier oben weg. Ich habe gesagt, diese Plattform wegmachen, damit ich auf deinem Kopf landen kann. Und der. Naja, egal. Dann machst du es halt nicht. So. Ja, Karmic, genau. Du bist so eine feige Sau, weißt du das? Ja. Das war der erste Treffer. Hast du schon Kopfschmerzen, Karmic? Brauchst du eine Aspirin? Boing. Jetzt sauber, hm? Dir geht's immer noch gut. Also Karmic, wenn man Kopfschmerzen hat, dann sollte man wirklich was dagegen unternehmen. Ansonsten kann es nur noch ganz schlimm enden. So, mach diese Plattform weg. Ah, oh, Karmic. Nicht mal treffen kannst du. Dummer kleiner Idiot. So, Karmic, siehst du? Wenn man nichts gegen seine Kopfschmerzen unternimmt, werden die irgendwann so schlimm, dass man bewusstlos umfällt. Ich hab dich gewarnt. Gut, das war Karmic. Jetzt verschwindet Karmic. Wiedersehen. Huhuhu. Gut. Wenn das nervt schon wieder. Ich muss das mal unbedingt ausstellen mit diesem automatischen Update und Neustarten. Nervig sowas. Ja. Okay. Pilzhaus. Das machen wir diesen Part auch noch, auch wenn er jetzt schon lang genug ist, aber ich will ein Pilzhaus nicht unbedingt im Anfang eines neuen Parts zeigen, also machen wir jetzt gleich noch das Pilzhaus. Gut. Auf ins Pilzhaus. Juhu. 94 Leben. Juhu. Oh, Kobetat, du sagst auch nichts Neues mehr, oder? Ach, ja. Aber trotzdem dürfen wir hier sein. Wie soll ich es nennen? Laden? Glücksspielhaus? Was auch immer. Egal, mal gucken. Juhu, eine Eisblume. Und wir sind in Level 6. Also ist das ein gutes Feld. Ja, genau. Das ist aber auch nur in Level 6 gut. Pinguin. Jetzt sollten wir aber langsam mal was Doppeltes finden. Sonst ist es doof.
Die Eisblume. Top. So, jetzt brauchen wir noch mehr. Ja, die hatten wir auch schon. Ist gut. Mini-Pilz. Noch eine Feuerblume. Ja, mal gucken, wo könnten wir jetzt hingehen. Eisblume. Nicht schlecht. Aber wir müssten jetzt langsam mal wieder was finden, ohne Pause aufzudecken. Eine Eisblume, gut. Jetzt gib mir noch den kleinen Pilz. Den kleinen Pilz, habe ich gesagt, nicht den kleinen Browser. Auch nicht den großen. Ja, Mist. Und noch einer. Und damit war es zu Ende. Na, ganz toll. Da wären Flugpilz gewesen. Ist egal. Gut, die Ausbeute ist, denke ich mal, ganz in Ordnung. Damit wären wir am Ende dieses Parts. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Man sieht sich beim nächsten Mal. Ich bin Gruffel. Ciao.